Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Sendung für dieses Jahr bei Orga TV. Wie ihr seht, sind wir immer noch in Weihnachtsstimmung. Wir haben immer noch richtig schön weihnachtlich dekoriert. Und deswegen fangen wir auch direkt schon mit unseren Weihnachtsthemen an. Weil zu Weihnachten gehört auf jeden Fall für jeden Geschenke, Adventskalender. Was gehört noch so dazu für dich? Geschenke, Adventskalender, mit Verwandten und Freunden zusammen sein, einfach mit Leuten, die man mag. Ja. Glühwein, wie wir letzte Woche zelebriert haben. Genau. Ja. Ja, und mit den Geschenken, das ist immer so eine Sache, die zu besorgen. Manchmal ist man relativ knapp an, kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Gibt natürlich auch immer mal wieder Geschenke, die einem nicht so gut gefallen. Was ihr aber dazu gesagt habt, wir haben euch hier auf dem Campus mal befragt, das seht ihr jetzt. Wie sieht's bei dir mit Weihnachten aus? Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Nein. Ich meine, warum auch? In Zeiten des Internets kann man ja mit Online-Shopping viel rausholen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich muss doch mal gucken. Also ich bin eigentlich eher so der Last-Minute-Einkäufer. Ich schaue erstmal, welches Geschäft die besten Angebote hat und was ich davon denn wem schenken kann. Und so entscheide ich halt meistens. Also normalerweise gucke ich, dass ich das ein bisschen eher hinkriege, aber dieses Jahr hinke ich sehr hinterher. Und Adventskalender, hast du sowas? Ja. Was hast du für einen? Ich habe einen IKEA-Adventskalender, in der Hoffnung, dass da vielleicht mehr drin ist als die obligatorischen 10 Euro Gutschein wert. Nein, ich mag Weihnachten, um ehrlich zu sein, nicht. Okay. Ja, nicht so gern wie die anderen Leute, ich meine, aber Glühwein zum Beispiel, ach, ich liebe das Glühwein. Nein. Leider auch nein. Okay, also ich habe einen und ich finde, dafür ist man nie zu alt, aber... Nee, ich muss ihn mir selber kaufen. Ganz ehrlich, habe ich auch schon getan. Nicht wirklich, ich habe eine Adventsbox. Eine Adventsbox? Und was ist da drin, so ungefähr? Panettone, Schokolade mit Marzipan, Schokolade ohne Marzipan, okay. Nudeln, Socken. Cool, und wer schenkt dir sowas Ausgefallenes? Hauptsächlich meine Mutter. Was war das lustigste Geschenk, das du jemals zu Weihnachten bekommen hast? Das ist eine schwere Frage. Mein Kollege hat mal so eine aufblasbare Gummisex-Kuh bekommen. Das war schon ziemlich... Ja, eine Kuh. Eine Kuh? Ja, eine Kuh. Keine Puppe, eine Kuh. Das fand ich schon sehr, sehr speziell. Das war mein Kumpel, natürlich. Was? Gott, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, muss ich sagen. Aber ich glaube, das Komischste war wahrscheinlich... Als ich herausgefunden habe, dass Santa Claus nicht existiert. Was war das? Ein Plauschtier oder so? Ja, halt das x-te Buch, das man sowieso nicht liest oder braucht. Ich sammle so kleine Scheißinstrumente, Nasenflöten, Mundharmonika und so Zeug. In eloxiertem Aluminium in Blau und Rot. Wunderschön. Interessantes Hobby. Danke. Ist kein wirkliches Hobby. Ist mehr so durch Zufall passiert, weil ich ständig irgendwelche kleinen Scheißinstrumente geschenkt bekomme. Okay. Ja, wie man hier gesehen hat, geht es nicht nur um Geschenke, sondern vielleicht auch um den Gedanken selbst. Und dann kann fast jedes Geschenk eigentlich recht cool sein. Aber wir wollen jetzt mal nicht so materialistisch denken. An Weihnachten geht es ja vor allem auch um Zusammensein, wie gerade schon erwähnt. Und ja, auch Zusammensein vor allem mit Leuten, die man mag. Und dazu gehört dann auch meistens, also üblich ist es, dass man dann auch miteinander isst. Und... wir haben auch ein Weihnachtsessen veranstaltet. Ja. Wir mögen uns ja auch. Und, das hat uns super, super viel Spaß gemacht. Wir haben es aufgenommen, das Video ist auch echt cool geworden. Und dann lasst euch mal überraschen von unserem Weihnachtsmenü. Das Video kommt jetzt. Vor dem Kochen Hände waschen. Ah ja, stimmt. Vor dem Kochen Hände waschen. Kann ich das auch machen? Hätte ich Nee, für dich fehlt die Regel nicht. Gute französische Camembert.
Ja, erzähl doch mal, was machen wir denn da? Ja, also wir machen eine Vorspeise und zwar gibt es Feldsalat und dazu gibt es einen Toast mit Camembert und Preiselbeeren. Daran sieht man, dass man Feldsalat immer noch mal waschen muss, selbst wenn es gewaschen ist. Und das Wasser ist relativ trüb. Bildet eine mit den Fingern eine Fläche, an der das Messer auf jeden Fall vorbeigleitet. So. Egal wie sehr mir das Messer abfuckt, ich kann mich nicht schneiden. Okay, Paprika ist geschnitten. Sag mal deine Finger, sind auch noch da. Ja. Sehr schön. Ja, wie ihr gesehen habt, war es ein richtig spaßiger Abend und nebenbei war es auch noch richtig lecker. Oh ja. Und jetzt noch mal kurz so zum Erzählen. Wir haben gegessen zur Vorspeise einen Toast mit Camembert, dazu gab es Preiselbeeren und ganz leckeren Feldsalat. Wir hatten als Hauptspeise dann diese Zucchini-Schlitten, die waren gefüllt mit Reis und Gemüse. Für die Nicht-Vegetarier gab es auch Hackfleisch unten drunter. Für die Vegetarier war es ohne Hackfleisch. Und dazu gab es dann Spätzle mit Käsesoße. Und zur Nachspeise hatten wir die Crème Brûlée. War richtig lecker. War super lecker. Und wir sind auch, als komplette Team ist dafür, dass wir das auf jeden Fall nochmal wiederholen, weil es wirklich auf jeden Fall ein richtig toller Abend war.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar kommen wir jetzt zu unseren drei Kategorien, über die wir regelmäßiger berichten. Zum einen das Orga-TV deckt auf, zum anderen der Karrieretag und dann haben wir auch noch das Ankommen über die Flüchtlinge. Und wir fangen mit dem Karrieretag mal an, also mit den Bewerbungstipps und da kommen wir zum Karrieretag, so rum. Und ja, wir hatten ja bereits einen Bericht über den Karrieretag und jetzt kommt ein zweiter. Da ging es darum, ja, was so die Eigenschaften sind, die ein Student mitbringen muss in ein Unternehmen. Und was die Unternehmen dazu gesagt haben, das seht ihr jetzt. Wir sind gerade beim Fakultätskarrieretag und haben mal die Unternehmen für euch unter die Lupe genommen. Wir sind ja heute hier da als Organisator dieses Fakultätskarrieretags in Saarbrücken. Der findet zum 7. Mai jetzt schon statt. Und man muss sagen, wir sind derjenige, der im Hintergrund quasi die ganze Vorbereitung der Umsetzung realisiert. Das heißt, wir versuchen, die Arbeitgeber zu gewinnen, hier in Saarbrücken sich vorzustellen und bei den Studierenden und Absolventen zu empfehlen. Da wissen Sie bestimmt auch, was heute von den Unternehmen in Bewerbungen am wichtigsten ist. Oder was, welche Fähigkeiten, welche Skills, welche Merkmale ein Student auf jeden Fall haben sollte, wenn er sich bewirbt. Deswegen hätte ich hier mal vier Kärtchen. Einmal die Auslandserfahrung, Praxiserfahrung, die Abschlussnote und Soft Skills. Und wir hätten jetzt gerne von Ihnen, dass Sie die sortieren in der Reihenfolge, was für Sie am wichtigsten ist oder was Sie glauben, dass es für Unternehmen am wichtigsten ist. Generell muss man sagen, am Anfang zählt das Thema Note. Es gibt im Prinzip zwei Punkte, die für mich direkt rausstechen, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Das sind zum einen die Soft Skills, ja, das heißt Motivation, ja, Lernwilligkeit, die Bereitschaft, sich weiterentwickeln zu wollen, aber auch gleichzeitig Teamwork und ja, wie unterhalte ich mich mit Kunden, wie gehe ich an Kunden heran und wie verhalte ich mich vor allem auch gegenüber Vorgesetzten, aber auch gegenüber Leuten, die ich im Prinzip weiterentwickeln soll oder weiter trainieren soll. Deswegen würde ich Soft Skills mindestens auf eine Ebene stellen, auf Platz 1 mit der Praxiserfahrung. Also grundsätzlich, das ist erstmal ganz egal. Der Bewerber, der muss ins Team passen, ja, und muss entsprechende Motivation mitbringen. Und dann kann man noch drauf gucken, ob hier irgendwas Interessantes dabei ist. Aber das ist bunt durchzumischen, das ist erstmal völlig egal. Die Soft Skills als mit das Wichtigste einordnen. Ja. Und dann wahrscheinlich die Praxis, genau. Ja, ich denke, über Not und Ausland kann man sich ein bisschen streiten, was da jetzt wichtiger ist. Vielleicht fragen wir mal. Ja, also wir arbeiten sehr international, deshalb ist sozusagen Ausland, also Englisch, also Fremdsprachen, auch die Liebe zu anderen Kulturen durchaus absolut wichtig. Die Note ist tatsächlich auch nicht unwichtig, insbesondere so ein bisschen als Eintrittskarte, um auch eingeladen zu werden. Aber am Ende entscheidet eigentlich der persönliche Eindruck, ob jemand, und da sind wir wieder bei den Soft Skills, ob er ein Teamplayer ist oder nicht. Im Prinzip neben dem korrekten Studium, was natürlich ganz entscheidend für uns ist, ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine Praxiserfahrung hat, die halt einen, ich sag jetzt mal, von den anderen unterscheidet. Ja? Dass man sagt, okay, ich habe schon mal Erfahrung in dem Bereich gesammelt und dadurch habe ich eine, ich sag mal jetzt mal, Wissen angesammelt, was über das universitäre Wissen hinausgeht und mich dadurch von den anderen Bewerbern unterscheiden lässt. Ja? Deswegen, das sehe ich so ein bisschen Soft Skills und Praxis auf einer Ebene. Ja. Wenn überhaupt, dann kann man sagen Soft Skills. Also, ja, der muss ein Stück weit zu uns passen. Wir müssen sehen, okay, jawohl, der hat ein Interesse hier zu arbeiten und dann arrangieren wir uns und finden die passende Rolle, einen passenden Platz für den im Unternehmen und dann geht's los. Also ich würde sagen, für mich am wichtigsten sind die Soft Skills, weil, wie mein Kollege schon gesagt hat, arbeiten wir meistens in Teams. Also wenn man nicht diese Teamfähigkeiten mitbringt, könnte es ein bisschen schwieriger werden, weil wir sind ein großes Unternehmen, wir sind mittlerweile 2700 Leute und man muss mit Menschen umgehen können. Dann
ich weiß nicht, also ich bin jetzt im Moment so ein bisschen zwischen Praxiserfahrung und Auslandserfahrung unentschlossen. Also Praxiserfahrung ist nicht zwangsläufig erforderlich, aber kann natürlich helfen, weil dann kann man sich wirklich einfacher einarbeiten in den Arbeitsalltag. Auslandserfahrung in gewisser Weise auch, weil normalerweise, wenn man eine Zeit lang im Ausland gelebt hat, hat man eine gewisse Affinität oder Offenheit, die dann auch im Job weiterhelfen kann. Und ehrlich gesagt, für mich spielt eine Note keine so wichtige Rolle, wenn Bewerber Verständnis haben für Wirtschaft und Interesse haben an der Arbeit. Und das entscheidet sich nicht über die Note, sondern darüber. Okay, also würden Sie sagen, ist dann Ausland trotzdem noch wichtiger als ja. Note? Ja. Aber trotzdem sage ich, trotzdem gut studieren, das hat noch nie geschadet. Das stimmt, ja. Mit Sicherheit. Okay, danke schön. Gerne. Ja, also wir waren über zwei Dinge besonders überrascht. Zum einen, dass die Bewertungen von den verschiedenen Unternehmen bezüglich der Kategorien so unterschiedlich waren. Und zum anderen, dass die Note einen so geringen Stellenwert hat bei den Unternehmen, wo es eigentlich um betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt ging. Ja, und unser nächstes Thema ist ein Porträt zum Thema Ankommen. Wir haben den Syrer Zakaria, der hier lebt, begleitet und seine Situation uns ein bisschen angeschaut. Und er macht gerade einen Deutschkurs hier an der Uni. Und dabei waren wir auch noch gleich beim Leiter des Spracheninstituts, beim Dr. Michael Aulbach, und haben den auch noch zu diesem Thema befragt. Das Video ist auf jeden Fall sehr interessant und der Beitrag startet jetzt. Ich bin Al-Khalidi Zakaria, ich komme aus Syrien und ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne in Deutschland seit 16 Monaten. Ich habe gehört, du bist im Männerballett. Erzähl mal. Oh. Ja, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich viele Freunde und nette Freunde kennengelernt in Wallerfang. Und jetzt, ich mache auch mit Männerballett in einer Tanzgruppe. Kann ich besser integrieren mit den Leuten und ja. Die Uni, sie hat für uns eine Chance angeboten, dass wir können einen Mathe-Test machen. Und jetzt ich mache Studienkolleg, einen Deutschkurs mit Mathematik, Physik. Und ich finde Deutsch nicht sehr schwierig, wie die Leute sagen. Und hier im Saarland, ich finde, das ist nicht schwer mit den Leuten zu reden. Viele Leute sind ganz nett, ganz lieb. Du kannst einfach Hallo sagen, wie geht's dir und so weiter. Ja. Und deswegen habe ich jetzt wirklich viele gute Freunde. Wir sind jetzt mit Zakaria mal zum Studienkolleg gegangen und haben uns das Ganze mal angeschaut. Das schwierigste deutsche Wort? Ich kann nicht das sagen. Immatrikulationsbescheinigung. Es gibt Worte, die mehr als 14 Buchstaben hat. Ja. Massentierhaltung, Betrieb. Und es gibt Worte, die man muss die Zunge nach oben und sofort nach unten. Ja, das haben wir nicht in unserer Sprache. Worauf liegt der Hauptfokus des Unterrichts hier? Gut, wir haben zwei Fokusse. Wir haben den Fokus Deutsch als Fremdsprache, der extrem stark ist. Da konzentrieren wir uns auf den wissenschaftlichen Sprachgebrauch, also die Vorbereitung zum Studium. Wir haben auch noch eine kleine Abteilung, die Naturwissenschaften unterrichtet, für Leute, deren Abitur nicht dem Deutschen gleichgestellt ist. Die Leute, die aus den Integrationskursen dann zu uns kommen, das sind ja die Flüchtlinge im Allgemeinen, die haben eben häufig eine hohe mündliche Kompetenz mit ganz vielen Fehlern, aber mit einer flotten kommunikativen Basis.
sind aber völlig verloren, wenn es um das Schriftliche geht, also um das, was an der Universität in Papers in allem Möglichen verlangt wird. Wie beobachten Sie da, wie gehen die Studenten damit um? Also fällt Ihnen das schon leicht, sich so auf Deutsch zu verständigen? Also die kommunikative Fähigkeit unserer Studenten ist sehr hoch. Was sehr viel Spaß macht, ist eben, dass die Syrer im Grunde sehr offener, sehr fröhlicher und sehr kommunikative Menschen sind. Entsprechend leicht lernen sie die Umgangssprache. Und sie sind auch leistungsorientiert. Sie kommen hierher, sie wollen studieren. Viele haben auch durch den Eignungstest, den Eingangstest, den wir ablegen, den sie bei uns ablegen können, wo sie praktisch die letzte Karte ziehen, an die Universität zu kommen, da sie keine vollständigen oder gar keine Papiere nachweisen können. Die wissen, worum es geht und sie versuchen es sehr und wir versuchen, Hilfestellung zu geben, so gut es möglich ist. Und ich bin sicher, dass wir auch viele Leute an die Uni bringen. Leider nicht alle, das zeichnet sich auch schon ab, dass einige Leute das nicht schaffen werden. Gibt es noch irgendwelche Hürden, die Sie sehen? Und die Hürden, die wir schon lange sehen, die sind auch oft kommuniziert worden. Das ist die Hürde mit der Finanzierung. Das klingt zwar komisch, weil unglaublich viel Geld in Deutschland ausgegeben wird für Flüchtlinge, für Geflüchtete. Aber in der Tat ist es so, dass wenn man alleine ist, ohne Familie und sich praktisch nicht mehrere Personen mit Unterstützung zusammenfinden in einem familiären oder so Verband, dann haben die Leute oft ziemlich akzentuierte Finanzprobleme, weil sie ja Schüler-BAföG bekommen, was ja schon toll ist, kein anderer Ausländer würde das bekommen. Und dann Mieten, die ja hier im Saarland wohl um 20-30% letztes Jahr gestiegen sind, bezahlen muss, dann ist das knapp, deswegen müssen viele auch noch jobben. Und dann kommen wir wieder in die Falle. Dann jobbt man, wo man die Umgangssprache spricht, wo man kommunikativ stark ist, überschätzt sich dann weiterhin und bei uns hat man eine schwache Leistung und ist dann vielleicht auch ein bisschen frustriert. Es ist für die leichter, die mit Familie da sind, für die, die alleine da sind, oder es sind halt sehr viele, die alleine hier sind, es ist schwierig. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank an alle, die wir interviewen durften, also an alle Schüler sowie auch an alle Mitarbeiter, insbesondere an Dr. Michael Aulbach. Wir waren nicht nur von seinen rhetorischen Fähigkeiten, sondern auch von seinem persönlichen Einsatz bei einer so schwierigen Aufgabe sehr beeindruckt. Dankeschön. Ja. Ja, das Thema Integration der Flüchtlinge an der Uni ist auf jeden Fall ein ganz aktuelles Thema. Aber top aktuell, heute auf den Tag genau. Benni, was hast du da erfahren, beziehungsweise du warst heute Morgen unterwegs? Es gibt Neuigkeiten zum Unipräsident und es gibt jetzt einen dritten Kandidaten. Letzte Woche wurde eine Gesetzesänderung beschlossen. Demnach konnte der Senat, weil sich Unirat und Senat nicht einigen konnten, noch einen weiteren Kandidaten vorschlagen. Und es sieht alles danach aus, dass man sich auf den einigt. Die endgültige Einigung, die gibt es dann wahrscheinlich erst morgen, aber der Herr Professor Manfred Schmidt hat sich heute schon mal den Fragen der Öffentlichkeit gestellt und er ist zu 99%, also mit 99% Wahrscheinlichkeit auch der nächste Unipräsident. Wir haben auch ein Bild gemacht heute Morgen und ich hätte ganz gern, kann die Regie das bitte einblenden? Wäre super nett. Ja, genau. Okay. Das ist er. Das ist er. Ja, und Benni, wie ist er so? Sag mal, wie waren so deine Eindrücke von ihm? Was? Okay, bei mir hat er einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Ich fand vor allem toll, dass er ehrlich war, im Sinne, dass wenn er zu einem Thema sich noch informieren musste, hat er das auch gesagt und ist nicht irgendwie ausgewichen von der Frage. Genauso, wenn er eine eigene Meinung hatte zum Thema, die vielleicht nicht dem Fragenden oder dem Publikum oder der Allgemeinheit entsprach, dann hat er auch dazu gestanden und dies begründet. Mhm. Und er hat halt versucht, auch keine falschen Versprechungen zu machen, wie wir es ja von Politikern oft kennen. Okay, er ist jetzt nicht direkt Politiker, er ist jetzt aber auch nicht nur hier Präsident der Uni, er ist in seiner Funktion auf jeden Fall ein gewisses Bindeglied und er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Von daher bin ich eigentlich überzeugt, dass er das Ganze hier gut machen wird. Und wir werden auf jeden Fall mehr darüber berichten in den kommenden Sendungen. Ja, aber klingt auf jeden Fall positiv und dass es so langsam zum Ergebnis kommt. Ja, ist eigentlich toll nach so langer Zeit. Ja. Und auch, also das Thema Unipräsident kommt natürlich zum Ende. Auch wir kommen heute leider schon zum Ende.
Es ist auch die letzte Sendung für dieses Jahr. Daher wünschen wir euch an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und die Likes nicht vergessen. Und wir sehen uns natürlich dann wieder im neuen Jahr. Und zum guten Schluss haben wir noch einen Beitrag für euch, der euch Tipps gibt, was ihr so am Wochenende machen könntet. So ein Update von vom AStA, welche Partys so aktuell anstehen und ja, was es alles zu erleben gibt. Wir verabschieden uns an der Stelle. Bye bye. Bis nächstes Jahr und viel Spaß mit dem letzten Beitrag. Einen guten Rutsch, schöne Feiertage. Genau, tschüss. Die erste Party, die letzte, war richtig cool. Wir waren ja auch da und haben einen Beitrag gebracht. Mhm. Wie sieht es denn aus? Ist da in Zukunft was geplant? Weihnachten machen wir jetzt einmal noch die AStA Weihnachtsfeierreihe zum Abschluss mit dem Blau zusammen, also wird auch im Blau stattfinden. Mhm. Karten gibt es hier im AStA für 4 Euro im Vorverkauf. Des Weiteren wird im Januar die Night of the Profs stattfinden, wo eure Professoren für euch auflegen werden, was vielleicht für einen oder anderen sehr interessant ist. Dürfen wir schon erfahren? Steht schon fest, welche Professoren da mitmachen? Ja, ein paar stehen schon fest. Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Universitätspräsident Volker Linneweber auflegen wird. Des Weiteren wird die Frau Matusche Beckmann von den Juristen auflegen, der Professor Hermanns aus der Informatik und der Professor Spienert aus der Psychologie. Okay, cool. Dankeschön. Thank you.